Ja, liebe Leute, wir sind am Start mit Schlag den Star. Herzlich willkommen zurück. Wir gehen heute ein bisschen Kabelsalat entwirren. Wir sind in Spiel 4 mittlerweile. Es steht 3-3. Die ersten beiden Spiele hat unsere Kontrahenten gewonnen und das dritte Spiel haben wir ziemlich souverän mit Wulid Was gewonnen. Ja, heute geht's Kabelsalat. Wie geht das ganze Spiel? Ich erkläre euch das. Es gibt 15 Lampen, die in der richtigen Reihenfolge eingeschaltet werden müssen. Dazu müssen die Spieler die Kabel zu den 15 Schaltern verfolgen und dann die richtigen Schalter in der richtigen Reihenfolge drücken. Gut. Jetzt werden die Talente unserer Stars geprüft. Und das sind die Regeln. Es gibt 15 Lampen, die in die richtige Reihenfolge, also von 1 bis 15, eingeschaltet werden müssen. Dazu müsst ihr die Kabel zu den 15 Schaltern verfolgen und dann die entsprechenden Schalter drücken. Sobald eine falsche Lampe eingeschaltet oder eine bereits eingeschaltete Lampe ausgeschaltet wird, werden alle Lampen komplett ausgeschaltet und ihr müsst von vorne anfangen. Ihr spielt nacheinander. Wer weniger Zeit zum Einschalten aller Lampen benötigt, gewinnt das Spiel. Soweit erklärt. Ist soweit eigentlich klar. Gut, das ist jetzt rein simpel. Die 1 ist die 2. Sag mir nicht, dass das so rumgeht. Und eins die letzte ist. Und so muss es sein. Ja, 7. Soweit habe ich es drin. Scheiße! Fehler eingebaut. Tja, jetzt muss ich wieder umbauen. Es ist nicht einfach, liebe Leute. Thank you.
So, jetzt kommt der Fehler. Auf 4. Scheiße. Jetzt haben wir immer 5 Minuten. Willst du mich verarschen? Soll ich das Ganze für die jetzt nochmal spielen, oder was? Super. Oder willst du mich jetzt verarschen? Ich spule das jetzt gerade nur vor für die. Mal zeigen, was sie gedrückt hat. Dass ich das mal neu machen muss. Jawohl. Sie hat wieder die 5 Minuten gebraucht. Ich habe es in 2,5 geschafft. Es war nicht ohne. Was ein Spiel. Aber geil. Ich gratuliere zu deinem Sieg, Philipp. Das hat auch sehr lange gedauert, die Folge. Jetzt. Müsste eigentlich jetzt die Führung gehen. Wie sieht die Punkteverteilung jetzt aus? 7-4. 7-3. Ein tolles Match. Die Führung liegt damit in deiner Hand. Philipp. Was haben wir dann als nächstes? Noch ist alles offen.
Die Torte zeigt uns deutlich, dass da noch einige Punkte zu holen sind. Auf jeden Fall sind noch offene Punkte 110. 10 sind gerade geholt. Spiel 5. Musikinstrumente. So, aber die Musikinstrumente sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, weil die Folge jetzt wieder ein bisschen länger gedauert hat. Sorry, wenn die Folge jetzt mal so 10, 12 Minuten nur dauert gerade mal, oder teilweise auch kürzer. Na, manchmal machen wir das einfach so. Eigentlich würde ich Spielweise machen, aber die Spiel 3 und 4 waren ziemlich, 2 und 3 waren ziemlich kurz. Deswegen haben wir da zwei Folgen rausgemacht. Eine Folge rausgemacht, das sind mein Spiel. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Schlag den Star.